eine Sache kann man nicht oft genug sagen und die geht jedes Mal unter, merke ich in den Kommentaren, dass es immer nur Ideen sind und dass wir als Voluntaristen von Freiwillig Frei nicht für etwas Bestimmtes sind. Ja, wir sind nicht für einen radikalen, entfesselten Kapitalismus und nur das ist das Beste oder wir sind gegen Sozialismus. Wir sind einfach nur dagegen, dass Menschen gezwungen werden, etwas zu machen. Jeder kann wirklich das machen, was er will und wir wünschen uns nur von dem Gegenüber, dass er uns nicht dazu zwingt, es zu machen. Funktioniert schon. Wenn man sich zum Beispiel irgendwelche Kommunen, die nach kommunistischen Prinzipien organisiert sind, anschaut, ja, das funktioniert schon. Ja, klein, das kann auch sicher auch größer funktionieren. Aber das Entscheidende ist, dass die nicht versuchen, eben alles irgendwie da zu integrieren und die anderen, die eben nicht da nach diesen Regeln leben wollen, einfach in Ruhe lassen. Und nichts anderes wollen wir. Ja. Ja. Insofern, also wir haben auch überhaupt nichts gegen Kommunisten oder Sozialisten oder Hauptsache, die lassen uns in Ruhe und machen und suchen sich ihre Gleichgesinnten und dann können sie in ihrem System machen, was sie wollen, aber bitte zwingt irgendwie die anderen nicht dazu, da mitzumachen, wenn sie das nicht genau. wollen. Genau, das ist das Einzige, was wir wollen, weil jeden Tag lese ich in den Kommentaren, ja, ihr wollt ja das und das, ihr wollt das und das, ihr wollt doch das und das. Da frage ich immer, wo haben wir gesagt, dass wir genau das und das wollen? Das Einzige, was wir wollen und uns wünschen, ist, dass wir nicht dazu gezwungen werden, das zu tun, was du willst. Also nochmal zur Klarstellung. Wir sind nicht neoliberal und wir haben nichts damit am Hut und wir wollen das auch nicht. Punkt. Es geht sogar so weit, dass ich nicht mehr weiß, was neoliberal ist, diese ganzen... sag ich mal, Bezeichnungen, die wir beschimpft werden, so, das ist für mich nicht existent. So wie Michael eben schon gesagt hat, ich bin einfach nur ein Mensch, der jedem Menschen zugesteht, eigene Ideen zu haben und eigene Lösungen zu finden. Und ich bin auch so weit, dass ich sage, ich kann gar keine Lösungen für andere Menschen haben. Ich kann Ideen haben, wenn die jemand annimmt, ist es schön, aber im Endeffekt suche ich eigentlich meine Lösung und die kann ich ja dann auch durchführen, hoffe ich, wenn mich keiner zu was anderem zwingt.